Vielleicht habt ihr in den Nachrichten auch bereits von Hyperschallraketen gehört. Bis zu 20-fache Schallgeschwindigkeit sollen die neuen Hyperschallraketen erreichen. Das sind mehr als 24.000 km/h. Mit einer so hohen Geschwindigkeit könnten die Raketen und damit auch nukleare Waffen in kürzester Zeit jeden beliebigen Punkt der Erde erreichen. Und nicht nur das. Im Gegensatz zu herkömmlichen Raketen bleiben sie trotz der hohen Geschwindigkeit manövrierfähig und könnten zum Beispiel vom US-Raketenabwehrschirm nicht entdeckt werden. Nach eigenen Angaben hat Russland im März 2022 zum ersten Mal während eines Kriegseinsatzes Hyperschallwaffen eingesetzt und damit ein Munitionslager in der Ukraine zerstört. Das klingt erstmal ziemlich beunruhigend. Deshalb schauen wir uns das Ganze heute mal etwas genauer an und dabei klären wir auch direkt, was genau Hyperschall eigentlich bedeutet, was diese neuen Waffen von herkömmlichen Raketen unterscheidet und ob sie wirklich so gefährlich sind oder ob das Ganze eher Propaganda oder vielleicht auch einfach nur falsche Informationen sind. Und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's. Über viele Nachrichtenkanäle wurde in letzter Zeit berichtet, dass Russland Hyperschallwaffen in der Ukraine eingesetzt hat. Und da fragt man sich natürlich, was sind das für Waffen? Sind die gefährlicher als andere Waffen und warum werden sie gerade jetzt in der Ukraine eingesetzt? Bevor ich zu den Punkten komme, möchte ich kurz allgemein etwas sagen, denn es ist immer etwas schwierig, zu solchen Themen zu berichten. Zum einen möchten wir eine so schlimme Situation wie in der Ukraine nicht gerade nutzen, um irgendwelche Klicks zu generieren. Zum anderen ist es natürlich trotzdem wichtig, über die Themen zu informieren und aufzuklären. Denn ich habe persönlich das Gefühl, dass man gerade solche Themen oft einfach nur so am Rand hört und das Ganze selten mal genauer eingeordnet wird, was einem manchmal auch verständlicherweise Angst machen kann. Ein anderer Punkt ist noch, dass wir hier auf keinen Fall irgendwelche neuen Waffen feiern, sondern über die Technik und die daraus folgenden Gefahren aufklären möchten. Okay. Jetzt erstmal rein ins Thema. Was ist eigentlich Hyperschall? Tatsächlich ist das erstmal nur eine Definition für eine Geschwindigkeit. Genauer gesagt, mit Hyperschallgeschwindigkeit bedeutet nichts anderes als schneller als die fünffache Schallgeschwindigkeit. In der Luft ist die Schallgeschwindigkeit etwa so 340 Meter die Sekunde. Von Hyperschallgeschwindigkeit spricht man dann also ab 1700 Meter die Sekunde. Hyperschall ist also erstmal kein physikalisches Phänomen, sondern einfach nur eine Definition für sehr hohe Geschwindigkeiten. Aber was ist daran jetzt so neu und warum reden aktuell so viele über Hyperschallwaffen? Um das zu verstehen, schauen wir uns einmal die Langstreckenwaffen an, die bisher eingesetzt werden. Die Interkontinentalraketen, das sind ballistische Raketen. Und das bedeutet, dass sie einen starken anfänglichen Schub bekommen und danach ballistischen Gesetzen, also den Wurfgesetzen, folgen. Die Flugbahn, die ist dann parabelförmig und je nachdem, wie weit das Ziel entfernt ist, muss die Rakete extrem hoch geschossen werden, um weit genug zu fliegen. Dabei verlässt sie dann für eine gewisse Zeit die Atmosphäre und fällt dann im steilen Bogen auf ihr Ziel. Und solche Interkontinentalraketen, die erreichen Geschwindigkeiten von Mach 20, also der 20-fachen Schallgeschwindigkeit. Und streng genommen könnte man sie deshalb auch schon Hyperschallraketen nennen. Was sie jetzt aber konkret von diesen neuen Waffen unterscheidet, das schauen wir uns gleich noch an. Vorher noch ganz kurz etwas zu Marschflugkörpern. Das sind Raketen, die einen ständigen Antrieb haben und oft auch so Tragflächen, also ein bisschen wie bei so einem Flugzeug oder einer Drohne. Die sind manövrierfähig und können so auch nach dem Start noch gesteuert werden. Allerdings sind sie viel langsamer und haben auch eine viel geringere Reichweite als solche Interkontinentalraketen, da ihnen nach einer gewissen Zeit einfach der Treibstoff ausgeht. Um sich jetzt gegen solche Raketenangriffe zu verteidigen, haben viele Nationen, also vor allem Russland, China und die USA, hochentwickelte Raketenabwehrsysteme. Die bestehen in der Regel aus Satelliten, Radarnetzwerken und verschiedenen Abfangflugkörpern. Der Antrieb von so einer Rakete ist ja extrem heiß und sendet darum starke Infrarotschallung aus. Und feindliche Raketen können darum von den Satelliten durch das Infrarotsignal erkannt werden. Ihre Bahn wird dann verfolgt bis zu dem Punkt, an dem diese Triebwerke halt nicht mehr weiter beschleunigen. Und von da an kann die Flugbahn einfach berechnet werden und die Abfangflugkörper, die werden dann losgeschickt, um diese Rakete am besten noch außerhalb von der Atmosphäre zu zerstören. Das funktioniert allerdings nur bei ballistischen Raketen. Marschflugkörper und Raketen mit kürzerer Reichweite, die werden dagegen in der Regel von so einem Radar erkannt und dann mit Flugabwehrraketen abgefangen, die sonst halt auch gegen Flugzeuge und sowas eingesetzt werden. Bei Hyperschallwaffen müssen wir jetzt zwei Modelle unterscheiden. Also einmal gibt es die Forschung an Marschflugkörpern, die Mach 5 überstreiten sollen. Die sind jedoch aufgrund des kontinuierlichen Antriebs halt immer langsamer und haben eine geringe Reichweite als so ballistische Raketen. Und zweitens gibt es dann noch die Boost-Gleitwaffen. Das ist auch die Technologie, die immer wieder als Game-Changer in der modernen Kriegsführung bezeichnet wird. Die Idee hinter dieser Technik ist, dass der Start genau wie der von so einer ballistischen Rakete erfolgt, also mit einer Trägerrakete, die einen Gleiter mit einem Sprengkopf
aus der Atmosphäre bringen. Aber anstelle der großen parabelförmigen Flugbahn soll der Gleiter dann direkt wieder zurück in die Atmosphäre eintauchen und auf einer flachen Flugbahn mit Hyperschallgeschwindigkeit große Entfernungen zurücklegen. In der ganzen Zeit ist er dann steuerbar und kann so Raketenabfangsysteme umfliegen oder halt auch ausweichen. Da die Flugbahn dann nicht so hoch ist wie die von so einer ballistischen Rakete, sind Hyperschallwaffen vor allem viel später erkennbar und ihr Ziel kann immer nur geraten werden. Der wichtigste Unterschied zu herkömmlichen Waffen ist also eigentlich nicht die Geschwindigkeit, denn die erreichen die ballistischen Raketen ja schon seit Jahrzehnten, sondern die Kombination aus einer langfristig hohen Geschwindigkeit bei einer niedrigen Flughöhe und halt dieser Manövrierfähigkeit. Und durch diese Eigenschaften sollen die Waffen in der Lage sein, herkömmliche Raketenabwehrsysteme zu umgehen oder von ihnen zu spät erkannt zu werden. Besonders beim internationalen nuklearen Wettrüsten sind diese Faktoren natürlich extrem relevant, denn wenn ein Angriff mit Atomwaffen schon Stunden vorher erkannt wird, kann er nicht nur abgewehrt werden, sondern die angegriffene Nation hat auch genug Zeit, um so einen Vergeltungsschlag in Gang zu setzen. Und die Angst vor so einem Vergeltungsschlag, das hat vor allem während des Kalten Krieges dazu geführt, dass sich weder die USA noch die Sowjetunion getraut haben, Atomwaffen einzusetzen. Auch wenn sich die Situation durch den Zerfall der Sowjetunion 1991 verändert hat, geht das Wettrüsten stetig weiter. Wenn es mit Hyperschallwaffen jetzt möglich wäre, unbemerkt so einen Angriff zu führen, bei dem die gegnerische Infrastruktur so weit zerstört wird, dass ein Vergeltungsschlag nicht mehr möglich wäre, könnte das die Situation komplett verändern. Und um herauszufinden, wie groß der Unterschied jetzt wirklich ist, den Hyperschallwaffen in diesem Wettrüsten machen, müssen wir uns jetzt noch die Probleme und Nachteile anschauen, die durch extrem hohe Geschwindigkeiten entstehen. Also sozusagen das große Aber, nur dass ich hier zum ersten Mal froh bin über all die Punkte, die jetzt kommen. Fangen wir an mit dem wichtigsten Punkt. Und das ist der Luftwiderstand, also die Kraft, die einem Flugkörper entgegenwirkt, wenn der sich durch die Luft bewegt. Und die ist quadratisch proportional zur Geschwindigkeit. Das bedeutet, dass eine Rakete, die mit Mach 2 fliegt, viermal so stark abgebremst wird wie eine Rakete, die mit Mach 1 fliegt. Für Mach 20 wäre es sogar das 400-fache an Bremswirkung. Die Luftreibung, die erhitzt die Rakete oder den Gleiter dann noch dabei. Und bei Geschwindigkeiten von über Mach 10 sind das dann mal über 2000 Grad, die da erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Gleitzahl. Das ist das Verhältnis von Antriebskraft zu Luftwiderstand. Und normale Flugzeuge, die erreichen so Gleitzahlen von etwa 15, Segelflugzeuge durchaus mal von 40 oder noch höher. Das bedeutet dann, dass diese Segelflugzeuge zum Beispiel bei 40 Meter Flugreichweite nur 1 Meter an Höhe verlieren. Im Hyperschallbereich sind die Gleitzahlen jedoch bisher sehr, sehr niedrig, etwa so bei 3. Das bedeutet, dass diese Gleiter entweder sehr schnell an Höhe verlieren oder halt an Geschwindigkeit. Und der hohe Luftwiderstand, der hat noch einen weiteren wichtigen Effekt, denn er sorgt dafür, dass jedes Lenkmanöver super energieaufwendig wird. Und für jede geflogene Kurve verliert der Gleiter an Geschwindigkeit. Die Rakete, die das russische Militär in der Ukraine eingesetzt hat, die gehört übrigens weder zu den Marschflugkörpern noch zu diesen Boost-Gleitwaffen. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht einmal um eine wirklich neue Waffe. Die Kinschal, das ist eine Lenkrakete mit einer Reichweite von höchstens 2000 Kilometern. Die startet von einem Flugzeug und ist seit 2017 Bestandteil des russischen Militärs. Die ersten Hyperschall-Luftbodenraketen, die wurden übrigens schon in den 60ern gebaut. Also die Technik, die ist auch nicht wirklich neu, wird aber gerade so verkauft, als wäre sie es. Verschiedene Medien, die berichten außerdem noch, dass der Einsatz von Kinschal in der Ukraine nicht entscheidend für den Kriegsverlauf sei, was nochmal zeigt, dass das irgendwie falsch dargestellt wird. Und trotzdem klingt die ganze Entwicklung für mich persönlich erstmal natürlich bedrohlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass solche Raketen auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden können. Also, wenn die dann unentdeckt in kurzer Zeit überall auf der Welt einschlagen könnten, dann wäre das ja schon eine ziemlich große Gefahr. Und hier kommen wir jetzt vielleicht zum größten Aber. Ich habe ja eben schon etwas über die Nachteile bei hohen Geschwindigkeiten gesagt. Die UCS, das ist die Union of Concerned Scientists, das ist so eine gemeinnützige Organisation, die vor etwa 50 Jahren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des MIT gegründet wurde, die setzen sich unter anderem kritisch mit modernen Techniken auseinander und arbeiten auch viel zum Thema nukleare Waffen. Und die Organisation, die hat sich die Entwicklung dieser Hyperschallwaffen mal etwas genauer angeschaut und sie kommt zu dem Schluss, dass das Ganze mehr ein Hype ist als eine wirkliche Neuerung. Und das betrifft vor allem die Vergleiche, die da gerne gemacht werden. Zum Beispiel wird ja behauptet, ein Angriff mit Hyperschallwaffen sei viel schneller als mit herkömmlichen Raketen. Dabei ist die Zeit, die so ein Hyperschallgleiter bis zum Ziel braucht, mit der energieeffizientesten Flugbahn von so einer ballistischen Rakete zu vergleichen. Und moderne Interkontinentalraketen, also ballistische Raketen, die verwenden eine wesentlich kürzere Flugbahn, die zwar etwas mehr Treibstoff benötigt,
aber damit eine ähnliche Flugdauer hat wie so ein Hyperschallgleiter. Auch wird immer gerne über die bessere Wendigkeit von Hyperschallwaffen gesprochen, ohne zu erwähnen, dass die einen enormen Geschwindigkeitsverlust in Kauf nehmen müssen, um ihre Richtung zu ändern. Wenn man jetzt außerdem berücksichtigt, dass die Interkontinentalraketen in den letzten Minuten vor dem Einschlag ebenfalls so kleine Korrekturen vornehmen können und so teilweise Ziele bis auf wenige Meter genau treffen können, fragt man sich, ob diese Wendigkeit wirklich einen riesen Vorteil gegenüber den alten Waffen ist. Dass die Hyperschallwaffen aufgrund ihrer Geschwindigkeit nicht oder zu spät von Radarsystemen erkannt werden, das mag auch stimmen, aber ich habe ja auch schon erwähnt, dass bei hohen Geschwindigkeiten enorme Hitze entsteht durch Luftreibung. Und das ist nicht nur relevant für die Technik, die dabei halt kaputt gehen kann, das ist auch ziemlich auffällig. Denn die Satelliten, die zur Früherkennung von Raketenangriffen genutzt werden, die arbeiten ja mit Infrarotdetektoren. Das heißt, wenn eine Hyperschallrakete mit Mach 20 fliegt, dann wird sie die ganze Zeit über von den Satelliten gesehen. Das heißt, die große Wende in der Kriegsführung wird die Hyperschalltechnik wahrscheinlich nicht bringen. Mir scheint es persönlich eher so, als wäre es eine neue Waffe unter vielen. Was aber nicht bedeutet, dass jetzt diese Entwicklung nicht irgendwie doch besorgniserregend ist. Also vor allem, da die Nationen ja weiterhin so ein Wettrüsten mit Milliarden machen, obwohl wir eigentlich viele andere Themen hätten, wo wir unser Geld reinstecken könnten. Und stattdessen investieren Russland, die USA, aber tatsächlich auch Indien, Großbritannien, Frankreich, Japan und Australien massiv in Hyperschallwaffen. In Deutschland gab es übrigens bisher nur Forschung zu Hyperschalleffekten, die in der Raumfahrt berücksichtigt werden müssen, wenn Raumschiffe also beim Wiedereintritt in die Atmosphäre enorme Geschwindigkeiten erreichen. Zu Verteidigungszwecken soll jetzt aber auch so ein entsprechendes Luftabwehrsystem entwickelt werden. Und hier jetzt noch ganz kurz meine persönliche Meinung. Also ich glaube, man konnte ganz gut sehen, dass man sich nicht zu sehr durch die Nachrichten über Hyperschallraketen beunruhigen lassen sollte. Natürlich verstehe ich, dass gerade alle aufgeregt sind. Und ja, es ist gerade eine Situation, die sicherlich deutlich gefährlicher ist als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber diese Hysterie, die wird uns nicht weiterbringen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video etwas weitergeholfen hat. Denn wir haben im Team wirklich diskutiert, ob wir es machen wollen oder nicht. Und auch wenn es kein leichtes Thema war, bin ich persönlich der Meinung, dass es gut war, darüber zu sprechen. Denn es zeigt vielleicht, dass auch wenn man manchmal Dinge liest, die sehr dramatisch klingen, sie in der Realität vielleicht ein bisschen anders sind, ein bisschen harmloser, ohne dass es jetzt wirklich harmlos ist. Aber es ist vielleicht nicht so dramatisch, wie es klingt, wenn die Nachrichten kommen, die neuen Raketen, die wir nicht mehr abwehren können. Das ist meine persönliche Meinung dazu und ja, das war's von mir. Lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Bis zum nächsten Mal, euer Jakob.